Neben mir steht das zweite Elektroauto der spanischen Marke Cupra. Und es ist ein trendiges SUV-Coupé. Und Cupra-typisch ist er natürlich auch wieder nach einer spanischen Stadt benannt. Und zwar nach der katalonischen. Hier neben mir steht der Tavascan. Der elektrische Spanier steht auf der MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns und ist das Pendant zum VW ID.5 GTX oder Skoda Enyaq Coupé SIV. Mit dem bekannten 77 Kilowattstunden Akku an Bord soll er laut WLTP bis zu 550 Kilometer mit einer Aufladung stromern können. Mit einer Ladeleistung von bis zu 135 kW kann der Akku in rund 30 Minuten von 10% auf 80% geladen werden. Neu sind die zwei Leistungswerte von 210 kW, also 286 PS, oder 250 kW, sprich 340 PS, zwischen denen die Kundschaft wählen kann. Die Stärke der beiden Varianten setzt zudem auf einen hecklastig ausgelegten Allradantrieb. Eine Plattform, das bedeutet noch lange nicht einheitsbrei, wenn es um das Design geht. Und ich finde, das wird hier ziemlich deutlich. Markante Haubenform, ein beleuchtetes Cupra-Logo, erstmalig im VW-Konzern, dass das Logo auch hier vorne beleuchtet ist, breite Öffnungen und schaut euch mal diese Leuchtengrafik an. Da haben wir drei Dreiecke. Also ich finde das jetzt schon extrem cool, gibt einen sehr uniken Look. Das Fahrzeug erkennt man wieder. Mir gefällt es. Gehen wir ein bisschen weiter rum, dann muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht wie beim Konzeptauto diesen extremen Seitenschweller haben. Aber gut, das hätte man wahrscheinlich auch niemals auf die Straße bringen können. Wenn wir noch kurz hier bei der Bereifung einmal einen Stopp einlegen, Reifen für den soll es in 19, 20 und 21 Zoll geben. Und dann sind wir auch schon beim Heck angelangt und genau wie vorne haben wir hier auch wirklich eine sehr prägnante Leuchtengestaltung. Schaut euch das mal an. Auch dieses Dreieckthema wird hier wieder aufgegriffen, natürlich auch das Cupra-Logo hier beleuchtet und einen extremen Diffusor. Schauen wir uns das Interieur einmal an und wow, habe ich so von Cupra auch noch nicht gesehen. Wo fangen wir an? Wir haben jetzt hier ein 15 Zoll Touchdisplay. Das ist der größte, den Cupra bisher hatte. Die Gestaltung ist neu und oh mein Gott, endlich ein beleuchteter Slider hier unten für die Klimabedienung, für die Lautstärke, tolle Sache. Wenn wir über Klima sprechen, haben wir ja auch noch sehr schmale integrierte Lüftungsdüsen und dann diese Mittelkonsole, die hier so schön zusammenfließt. Ich finde, das ist sehr cool gestaltet. Hier unten haben wir dann noch so ein bisschen Ablageflächen, Becherhalter. Gefällt mir ganz gut. Sportliche Sitze, natürlich Schalensitze. Und wir haben alles hier in so einem Wildlederoptik, überall noch diese kupferfarbenen kleinen Elemente mit drin, natürlich auch hier oben am Lenkrad. Natürlich auch hier ist Touchbedienung am Lenkrad, wie man das vom Volkswagen-Konzern kennt. Aber auch hier muss ich wieder sagen, das sieht jetzt nicht so aus wie bei seinen Geschwistern im Interieur. Ich würde sagen, wir schwingen uns aber auch noch mal ganz kurz auf die Rückbank. Noch einmal fix Platz genommen. Die Platzverhältnisse beim Fahrzeug mit so einer abfallenden Dachlinie sind ja immer entscheidend. Sitz habe ich extra nicht auf meine 1,64 eingestellt, damit wir uns das mal hier wirklich angucken können. Und ich muss sagen, für meine Größe, Platz passt ganz gut. Füße kann ich hier drunter schieben. Die Auflagefläche scheint mir auch angenehm lang zu sein. Sitzneigung ebenso. Und ja, etwas über eine Faust nach oben hin Platz. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen für die Form, für die Größe ist das noch akzeptabel. Bis 2030 will Cupra eine elektrische Marke werden und laut Aussage des CEO Wayne Griffiths E-Autos bauen, die Spaß machen und auch mal sexy sein können. Der 4,64 Meter lange Tavascan soll auf diesem Weg den nächsten Schritt machen. 2025 werden ihm zudem noch der Cupra Tarama und der Urban Revel folgen. Preise sind bisher noch keine bekannt, der Tavascan könnte sich aber am ab 56.455 Euro erhältlichen VW ID.5 GTX orientieren. Also ich muss schon sagen, ich finde es ziemlich cool, wie Cupra es hingekriegt hat, auf dieser Plattform dieses doch deutlich anders als seine Geschwister aussehende Fahrzeug hinzubekommen und vor allen Dingen, wie nah sie auch noch an dem Concept-Car dran geblieben sind. Mit Leuchtendesign, da kriegst du mich eh und naja, das ist hier bei diesem Fahrzeug wirklich ein großes Thema. Naja, das ist meine Meinung zum Cupra Tavascan. Eure interessiert mich natürlich auch. Auf YouTube könnt ihr sie uns mitteilen, indem ihr einfach unten kommentiert. Bin gespannt.